Ich beginne einfach mal rechtspopulistisch. Und das, was ich jetzt zu sagen habe, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das habe ich einfach geklaut. Es ergab sich zu der Zeit, 17. Parteitag 2003 CDU. Und es sprach, Frau Angela merkt es nicht mehr. Sie sprach zu ihren Abhängigen. Manche unserer Gegner können es sich nicht verkneifen, uns in der Zuwanderungsdiskussion in die rechtsextreme Ecke zu rücken, weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Und das, liebe Freunde, das ist doch der Gipfel der Verlogenheit. Und solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und so werden wir auch weiter für eine geregelte Steuerung von Zuwanderung arbeiten. Ja, das war Frau Wendehals. Frau Wendehals, wie Sie aktuell im Kontext agieren, ist gesetzlos und wird komischerweise von der Staatsanwaltschaft nicht verfolgt. Aber vor dem Hintergrund Ihrer Aussage sind Sie zudem entweder Alzheimer belastet oder mehr als nur scheinheilig. Was wir Bürger von Ihnen lernen, Sie versprechen uns heute etwas und morgen trifft das nicht mehr zu. Und nach Ihrer Logik müssen wir damit rechnen, dass sich das von Fall zu Fall wiederholt. Und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und der Fall, von dem ich jetzt berichte, ist nicht nur verlogen, Frau Merkel, er ist besonders boshaft und Sie werden verantwortlich sein. Aber ich denke, das wird Ihnen auch am Arsch vorbeigehen. Dieser Fall ist eine weitere Merkelsche Widerwärtigkeit gegen die Bürger dieser Republik und viele haben das noch gar nicht gemerkt. Sie erinnern sich, vor 14 Tagen habe ich etwas von USA-Globalisierungsstrategie erzählt. Erstens, ich habe davon nichts zurückzunehmen und zweitens zeigt das folgende Beispiel auf, dass es sich um einen weiteren großen Baustein auf dem Weg dahin handelt. Multis generieren mit Hilfe der Politik die letzten zusätzlichen Profite, ohne dass sie da überhaupt für arbeiten müssen und wir sollen dabei untergehen. Es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Wenn das passiert, was unsere selbstherrliche Regierung in Zusammenarbeit mit dem EU-Juncker-Clan gerade fördert, wird sich die Lücke zwischen superfleißig und den Superreichen dramatisch vergrößern und unsere Demokratie ist nicht nur in Gefahr. Es geht um TTIP und es geht um CETA. TTIP steht für Transatlantic Trade Investment Partnership. Für uns einfach übersetzt handelt es sich um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Es geht aber auch um CETA. Das ist das Abkommen zwischen der EU und Kanada. Freier Handel, das ist doch erstmal großartig. Ohne Hemmnisse, ohne Einschränkungen, gleichberechtigt, sollen wir hier Chancen nutzen. Was soll denn passieren? USA-Waren können in Europa günstiger, weil ohne Zoll verkauft werden. Umgekehrt werden auch europäische Waren natürlich in den USA billiger und am Ende soll es mehr Handel, mehr Arbeitsplätze und damit mehr Reichtum für alle hier geben. 545 Euro soll jeder Haushalt jährlich davon mehr haben. Mehr Arbeitsplätze, mehr Reichtum für alle. Das sollen wir uns merken. Das lügt uns die EU vor, aber auch die CDU und die SPD prügelt uns das gerade ein. Und von uns wird erwartet, dass wir freudig nickend nichts tun und die Klappe halten. Vor allen Dingen sollen wir jetzt nicht nachrechnen. Wer das dennoch tut, wird feststellen, dass die angewandte Methode eine Mischung aus Mathematik, Schätzungen und viel Wunschdenken ist. Denn eine EU-Studie spricht im besten Fall von einem Wirtschaftswachstum von 0,05%. Und wenn jetzt einer im Monat 2.000 Euro brutto verdient, dann bekommt er in diesem besten Fall, wenn wirklich alles super läuft, demnächst 1 Euro mehr in sein Portemonnaie. Um der Tragweite dieses Deals Nachdruck zu verleihen, hier mal
ein Zitat von Henry Kissinger, diesem Top-US-Strategen und Bilderberger, Friedensnobelpreisträger und gleichzeitig Kriegstreiber. Er sagt, was dem Kongress hier vorliegen wird, ist kein gewöhnliches Handelsabkommen, sondern es ist die Architektur eines neuen internationalen Systems, ein erster Schritt in Richtung einer neuen Weltordnung. Nun stellen wir uns mal den Zusammenhang her und tun so, als wollte demnächst ein US-Konzern bei uns sein hormonbehandeltes Rindfleisch verkaufen. Dieser US-Konzern hat überhaupt kein Interesse daran, unserer Willkür des Vorsorgeprinzips und des Verbraucherschutzes Folge zu leisten. Schon gar nicht will dieser US-Konzern unseren Behörden und unserer Justiz schutzlos ausgeliefert sein. Da ist es doch super, wenn man unsere unberechenbare Politik und die wirkliche Justiz durch private Schiedsgerichte ersetzt, die dann die Investitionen des Unternehmens schützt. In diesen privaten Gerichten sitzen dann nur humane, rechtschaffende und super ehrliche Anwälte und Schiedsrichter können dann endlich verbindliche Entscheidungen treffen. Niemand kann Berufung einlegen und die hysterischen Bürger sind auch außen vor. Dieses Schiedsgerichtsgeschäftsmodell gibt es schon. Der Hauptsitz ist in den USA im Weltbankgebäude und das Modell ist aktuell ein kräftig wachsender Markt. Seit 1996 haben Konzerne auch in den USA und private Anwälte gemerkt, wie man die öffentlichen Kassen auf wundersame Weise anzapfen kann und unsere Abgabenlasten damit weiter in die Höhe treibt. Seither gibt es bis Ende 2015 schon mehr als 800 Konzernklagen gegen souveräne Staaten. Und damit Sie mal eine Vorstellung bekommen, um welche Summen es hier geht, habe ich zwei Beispiele. Erstens. Eine aktuelle Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Auftraggeber ist der Atomkonzern Vattenfall. Das Unternehmen fordert fast 5 Milliarden Euro Schadensersatz, weil Merkel nach Fukushima den Ausstieg aus der Atomenergie kundgab und die ältesten Meiler sofort abschalten ließ. Und zweitens, ganz aktuell wird Ecuador von 24 US-Konzernen auf 14 Milliarden US-Dollar verklagt. Es soll sich dabei um Verstöße gegen die bilateralen Investitionsschutzverträge handeln. Und in Wahrheit ist das so. Ecuador will sich lediglich wehren, da diese klagenden Firmen ständig gegen Umweltauflagen verstoßen. Wenn jetzt diese Schiedsgerichte im Sinne dieser Konzerne entscheiden, werden diese Milliarden an Steuergeldern, also unsere Abgabenlasten, einfach an diese privaten Firmen verschoben. Und dieses Steuergeld, das fehlt natürlich im Staat, im Landes- oder im Gemeindehaushalt. Eventuell wird dann gekürzt bei Bildung, Gesundheit oder die erhöhen einfach unsere Steuern. Nur, dann geht das mit dem 1 Euro nicht mehr auf. Die Krönung ist, das Wirtschaftsministerium, also unser Volksmissachter Gabriel, der weiß genau, um was es hier geht. Auf Anfrage der Linken hat das Ministerium mitgeteilt, wenn es zu einem Schiedsgerichtsurteil kommt, zahlt nicht nur der Bund, nein, es zahlt auch das Land und es zahlen auch die Kommunen. Und dafür gibt es schon einen Umrechnungsschlüssel. Herr Gabriel mit seiner Basta-Politik ist sogar so geil auf TTIP, dass er eine Werbekampagne in der Presse gestartet hat, die mal eben 236.000 Euro an unseren Steuergeldern gekostet hat. Wir bezahlen auch noch dafür, dass Gabriel die Bürger verarscht. Ich habe keine Ahnung, was ein Polizist im Monat an Gehalt bekommt. Aber vielleicht hätten wir davon 60 oder 80 Polizisten zum Schutz für uns bezahlen können. Und wer hier jetzt das Ganze übrigens als Einladung zur Korruption verstehen will, der kann sich bei mir mein Ehrenwort abholen. Der wird nicht enttäuscht werden. Es gibt drei Rechtsexperten, die sich dieses angebliche Handelsgerichtswesen angeschaut haben. Dabei handelt es sich um Professor Dr. Siegfried Bross, Hertha Däubler-Gmelin, die ehemalige Bundesjustizministerin und Professor Dr. Gus van Harten. Und alle drei sind übereinstimmend der Meinung, dass diese Schiedsgerichte eine völkerrechtswidrige Gerichtsbarkeit darstellen. Jawohl.
Berücksichtigt man, dass die Regierenden diese Umstände kennen, sei die Frage gestattet, wer gibt Ihnen das Mandat, eine derart kriminelle, gesetzlose Politik zu veranstalten? 500 Millionen EU-Bürger oder auf uns heruntergebrochen 81 Millionen Bundesbürger ohne Not einen derartigen Schaden zuzufügen. Und ohne Not den eh schon gierigen Nimmersatten, neue Weltordnungsspinner und Superreichen solche zusätzlichen Privilegien zu verschaffen. Wir finanzieren über unsere Steuergelder aktuell die Flüchtlingsinvasion. Genau von diesen Typen wurde das ausgelöst und inszeniert. Zusätzlich sorgen unsere Regierenden und die Eliten dafür, dass wir über diese Schiedsgerichte unsere Abgabenlasten zu deren Nutzen zusätzlich erhöhen müssen. Kein normaler Mensch würde jemals auf die Idee kommen, solche irrsinnigen Verhandlungen zu führen. Investitionsschutz bedeutet für uns, Konzerne klagen und wir zahlen, wann die immer die wollen. Und alles ist bewusst gesteuert. Die Schiedsrichter, das sind private Anwälte und Leute, so wird uns versichert, die natürlich nur im Sinne der Sache entscheiden. Und hier mal ein amüsantes Beispiel. Eine Schweizer Professorin, Gabriele Kaufmann-Kohler, hat als Schiedsrichterin Argentinien zu 100 Millionen Dollar Zahlungen an den Konzern Vivendi verurteilt. Und zur gleichen Zeit, wo sie das tut, hat sie zufälligerweise einen Vorstandsjob bei der UBS. Und die UBS wiederum ist eine Anteilseignerin, na wohl, bei Vivendi. Wir sollen jetzt annehmen, dass sie sich davon nicht beeinflussen ließ. Dieses Klagegeschäftsmodell wird aktuell weiter pervertiert. Und korrupter geht's erst nicht mehr. In der Zwischenzeit gibt es Anwälte, die suchen Prozessinvestoren für klagewillige Unternehmen. Und die sollen dann eben keine Aktien mehr kaufen, sondern in solche Prozesse investieren. Und damit hat der klagende Konzern nicht einmal mehr ein finanzielles Risiko. Gewinnt der Konzern ein Schiedsgerichtsverfahren, so kann dieser Prozessinvestor bis zu 400% Gewinn aus seiner Investition erwirtschaften. Und glauben Sie, dass es Investoren gibt? Glauben Sie, dass es Investoren gibt, die in ein Verlustgeschäft investieren? Auf diese Art und Weise werden die Klagen für die Staaten, für die Länder, für die Kommunen immer teurer. Wir sind der Staat. Es sind unsere Steuergelder. Begreifen Sie die Gefahr. Wenn uns gegenüber überhaupt zu diesen Abkommen irgendetwas berichtet wird, dann oft nur, dass unsere Sorgen TTIP und CETA würde zu einer Aufweichung von strengen Umwelt- und Sozialstandards führen, völlig unbegründet sei. Wir müssten kein USA-Hühnerfleisch essen, das im Chlorbad haltbar gemacht wurde, oder noch werde es gentechnisch veränderte Lebensmittel oder routinemäßige Hormonbehandlung für Rinder geben. Großes Politiker-Ehrenwort, machen Sie sich keine Sorgen. Mein Einspruch? Niemand von diesen Säcken erzählt uns, dass wir mit TTIP und CETA vertraglich verpflichtet werden, das Zeug von den USA und Kanada abzunehmen. Wenn wir das nämlich nicht tun, werden wir von diesen Unternehmen bei den Schiedsgerichten verklagt, aufgrund des für alle Unternehmen verhandelten Investitionsschutzes. Verehrte Bürger, was ist eine Verschwörung? Die Antwort: Wenn Leute sich heimlich treffen und etwas planen gegen jemanden, ohne dass dieser jemand es erfährt, dann ist das eine Verschwörung. Und ich als Verschwörungstheoretiker und irgendwie Populist sage, die Politiker, die Lobbyisten, die Konzerne verhandeln TTIP und haben CETA gegen uns im Geheimen verhandelt. Und die geheimen Verhandler haben sogar geheim verhandelt, dass die Textinhalte des Abkommens nach Inkrafttreten 5 Jahre lang nicht veröffentlicht werden dürfen.
Es gibt schon Erfahrung mit Freihandelsabkommen. Eines davon gibt es seit 1994 und es handelt sich hier um NAFTA. Das ist das Abkommen USA, Kanada und Mexiko. Da kann man was lernen. In Mexiko hat man 3 Millionen kleinen landwirtschaftlichen Betrieben in der Zwischenzeit jede Existenzgrundlage entzogen. Das Abkommen hat in Mexiko zu millionenfacher Arbeitslosigkeit geführt. Mexiko hat heute schwerste Armuts- und Entwicklungsprobleme. Es gibt in Mexiko 100 Millionen Einwohner. 50 Millionen davon leben heute aktuell unter der Armutsgrenze. Die Erfahrung dieses Abkommens zeigt, dass Kapital, die Konzernmultis, die suchen auf aggressivste Art und Weise nach billigsten Arbeitskräften. Dort sind die Menschen in der Zwischenzeit zu Wegwerfgegenständen verkommen. Die multinationalen US-Konzerne, das sind die einzigen und die wirklichen, die von diesen Abkommen profitieren. Und jetzt sagen Sie, was sollen wir glauben, was mit diesen Abkommen hier bei uns passiert? CETA ist aktuell endverhandelt. Ich behaupte, CETA ist der Masse gar nicht bekannt. Und kaum ein Mensch kennt Frau Malmström. Das ist die verantwortliche EU-Unterhändlerin. Und die hat schon gesagt, dass an diesem Vertrag nichts mehr verändert wird. Verehrte Altenburger, in diesem Vertrag steht aber das Investitionsschutzabkommen. Nach Vorgabe des Europäischen Gerichtshofs muss CETA in den nationalen Parlamenten genehmigt werden, also auch bei uns im Bundestag. Und wenn die das machen, Achtung, dann steht jetzt schon fest, dass über das Schlupfloch Kanada sofort 42.000 US-Konzerne die EU unmittelbar attackieren können. Und wenn TTIP dann endlich dazukommt, dann werden das nochmal 11.000 Konzerne mehr sein. Und wenn nur ein Konzern mal soeben eine Klage von 5 Milliarden US-Dollar aufrufen kann, dann multiplizieren Sie einfach mal die Brisanz. Aber Gabriel und Malmström haben gemerkt, dass das Volk wach wird. Nun haben sie einen neuen Trick ausgearbeitet. Sie erwerben aktuell für einen sogenannten EU-Handelsgerichtshof. Und dieser, der soll jetzt wirklich unabhängig, demokratisch und er soll gerecht sein. Sorry, was sind denn die Schiedsgerichte jetzt aktuell? Sind die ungerecht, undemokratisch und abhängig? Komisch. Dieses Pseudo-Gericht, vorgeschlagen von Gabriel und Malmström, sage ich, ist und bleibt die gleiche Paralleljustiz und ist und bleibt der gleiche Beschiss. Was für eine kriminelle Gesinnung. Es gibt ein Video bei YouTube, das ist der Expertencheck. Da können Sie schauen, was der EU-Handelsgerichtshof bei TTIP wirklich bedeutet. Und dieses Video zeigt genau die harten Fakten, die uns Gabriel und Merkel absichtlich verschweigen. Die reguläre juristische Logistik sagt, die Investorenschutzklausel in den Freihandelsabkommen ist verfassungs- und völkerrechtswidrig. Und deswegen wird es auch keinen europäischen Handelsgerichtshof geben, der diese Rechts- und Verfassungswidrigkeit in Ordnung bringen kann. Es ist und bleibt ungesetzlich. Frau, merken Sie es noch, Herr Volksminister Gabriel, Sie handeln ungesetzlich. Und mit einem Zitat von Goethe rate ich Ihnen, wer sich dem Gesetz nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo es gilt. Ja. 60% der Bevölkerung sind nach Umfrage gegen diese Abkommen. 40% wissen überhaupt nicht, um was es geht. Merkel und Gabriel haben das mitbekommen. Die versuchen sofort einen neuen Trick. Herr Juncker hat nun erneut beim Europäischen Gerichtshof einer Ratifizierung ohne Beteiligung der nationalen Parlamente nachgefragt. Ziel ist, die EU-Kommission entscheidet das diktatorisch und wir stehen außen vor. Und somit könnte Merkel und Gabriel sagen,
boah, was können wir denn jetzt dafür, dass die EU-Kommission diese Abkommen unterschrieben hat? Und jetzt kommt ein richtiger Hammer. Das hat nämlich in ähnlicher Weise schon mal super geklappt. Und zwar beim Lissabon-Vertrag. Denn mit dem Lissabon-Vertrag ist bei uns hier in Deutschland unmerklich die Todesstrafe wieder eingeführt worden. Und niemand weiß das. Von Bürger zu Bürger sage ich, wir müssen das sehr wachsam beobachten. Und die Informationen, die wir hier alle erhalten, die müssen wie ein Lauffeuer verbreitet werden. Im April kommt Obama nach Hannover zur Industriemesse. Und ich denke, er kommt, weil er uns bezüglich TTIP den Strick um den Hals legen will. Wie wäre es, wenn wir millionenfach in Hannover mitteilen, so nicht Herr Obama, so nicht Herr Juncker, so nicht Herr Gabriel und so nicht mit uns, Frau Nichtregierungsgeschäftsführerin Merkel. Machen Sie an diesem Tag Urlaub und schreiben Sie Geschichte für Ihre Kinder und Kindeskinder. Die werden es uns danken und ich bin sicher, der Aufruf zu dieser Demonstration wird kommen. Und wollen wir den Nimmersatten an die, Entschuldigung, jetzt hätte ich beinahe ein Wort mit Ei gesagt, sorry, an die Wurzel packen, dann habe ich einen Vorschlag. Fördern wir die lokalen, regionalen, fairen, nachhaltigen Produzenten und Händler. Bei Lebensmitteln könnte sie das im Schnitt 25% mehr kosten. Sparen Sie es einfach ein an Produkten, die die Welt einfach nicht braucht. Das fördert Arbeitsplätze. Wir erschlagen drei Fliegen mit einem Schlag. Und außerdem ist es auch noch gesünder. Übrigens, das, was in unseren Körper reinkommt und unseren Körper erhalten soll, muss doch gesund sein, oder? Wir werden ein Wirtschaftsabkommen übernehmen, wenn diese Verträge unterschrieben werden, das den Multis die Ausrichtung der Produktion überlässt. Und die Handlungsfähigkeit der Staaten wird auf ein Minimum reduziert. Es geht ausschließlich um eine schleichende Liberalisierung des Marktes zugunsten der Multis und zum übergroßen Schaden der Völker. Es kommt wie in Mexiko, wenn unterschrieben wird. Das Ganze ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Lasst uns für den Erhalt unserer freiheitlichen Grundprinzipien streiten. Notfalls muss das auch mit einem Generalstreik passieren. Fürs Erste habe ich fertig.